Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. So, die Hose habe ich inzwischen da abgelegt. Das Fahrzeug hat volle Batterie. Halben Tank. So, man kann nicht alles haben. Wir fahren heute weiter an diesem herrlichen Sonntag. Das Wetter ist wunderbar. Also, in real life. Sowie auch hier in Scum. Ich bin gespannt, was wir heute finden. Wir folgen dem Straßenverlauf. Kirin hat uns gestern ja ein bisschen begeistert mit der Apotheke und den vielen netten Leuten, mit denen wir uns ganz aggressiv unterhalten konnten. Das war schon schön. Weitrat hat sich ausgelebt. Weitrat hat auch Schnaps gesoffen. Also Likör. Likör ist ja besser. Der brennt nicht so beim Schlucken. Klingt komisch. So, ist aber so. Klingt komisch, ist aber so. Oh, ein Hütchen. So, nur kurz mal in den Kalender checken. Oh, da laufe ich dem Auto nach. So. Schläft hier wer? Ich glaube nicht. So, in diese Kiste will ich reinsehen und in dieses Fass und dann checken wir den Kalender. Oh ja. Knoblauch gegen Vampire. Jetzt haben wir eigentlich gewonnen. Es kann nichts mehr geschehen. Ist mir übel. August 1971. Der 25. August. Gut. So, für alle, die die Map sehen wollen. Ich zum Beispiel. So, wir waren da ja bei dieser Abzweigung. Das war Kirin, Abzweigung. Da, wo die Straße so ja, ein wenig doppelt ist. Und wir fahren einfach weiter. Aus Kirin führt uns der Weg weiter den Berg hinab. Und irgendwann sind wir am Meer und ich werde den Berg vermissen. Das Gebirge. Oh, da war eine Quelle. Wollen wir die Quelle nochmal ansehen? Ja, klar. So, da war eine Quelle. Eine Quelle. Oh, eine Quelle. So, wir parken mal das Auto gleich richtig. Richtig. Nein. Ja. Super. Wunderbar. Wir trinken aus der sprudelnden Quelle. Trinkt man gleich nochmal. So, Stoppwechsel. Wir brauchen sowieso was im Magen. Verletzung. Behandelt. Okay. So. 43, ja, ist gut. Ist gut. Frisches Quellwasser. Nein. So, Moment. Da kommen so Sachen auf dem Monitor. Oh, habe ich nicht gesehen, weil ich mich gerade um eine Nordenwarnung kümmern musste. So, sie erschien und sie verschwand auch wieder. Da muss man auf das X-L drücken. Ja, klar. Aber wieso poppt das ins Spiel hinein? Wir wissen es nicht. Und das Problem... Oh, eine Tankstelle! Oh mein Gott, eine Tankstelle! Eine Tankstelle. Ja, und ich höre schon piepen. Also, noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie es gleich piept. So, pass auf. Es hat geheißen, ich soll mich einschleichen. Und da sehe ich ihn schon. Unseren Freund. So. Was ist, wenn ich unseren Freund... Oh, ein Pilz. Nur nicht ablenken lassen. So. Alles ganz gut. So, ein gemeiner Steinpilz. Ein verdammt gemeiner Steinpilz. Wenn wir das zweite Stück auch noch abessen. Abessen. Oh mein Gott. So. Babel hilft. So, das Auto sieht total widerlich schon aus. Hier, wir probieren das mal so. Weil eigentlich will ich ja nur den Pieper. Oh, das sind aber schon viele. 1, 2, 3. Wo ist der Pieper? Where is the Piper? Where is the Piper? Das sagt jetzt der Sniper. Müde Reime.
So. Ich möchte gerne tatsächlich eigentlich nur den Sniper kaputt machen. Den Sniper. Den Pieper. Is it there? Is it there? Ich kann es nicht erkennen. Möglicherweise. Aber ich möchte schon zur Tankstelle. Ja? Sneaky, sneaky. Sneaky. Ja, komm. So, von da oben. Stell dir vor, ich werde hier in die Luft gesprengt von einem. Ist das der Pieper? Frank Piper. It is the Pieper. Ah, und jetzt anschleichen. Okay, aber ihr habt ja geschrieben, ich muss auch mal schleichen. Somit mache ich das. Ich glaube, das ist der Pieper. It is the Pieper. The good old Piper. Und jetzt? Als hätte ich... So, da kommt noch einer. So, zuerst mal durchsuchen. Vielleicht haben die was Lustiges dabei. Was Lustiges hätte ich schon gern. Ja, das war jetzt nicht ganz so sneaky, wie ihr euch das wahrscheinlich gewünscht habt, aber das Ergebnis war dennoch gut. So. Wow, habt ihr viel Freude. So, da haben wir ihn. Dann hat es aber seltsam zerrissen hier. So, die gute Dame. Die hat auch tolle Sachen dabei, aber leider... So, und der spawnt jetzt wieder, oder was? Oder was, oder was, oder was? So, da was. Manni! Hallo? Es war Manni hier. So, das werden wir aber später trinken. Ach, ich wollte... Gut, Cola, auch gut. Okay, da ist niemand, da können wir dann abstuhlen. So. Oh, der Cocktail. Ach, wie cool. Ja, gleich den Cocktail mal in die Jacke leeren. Ah, oh, noch mehr Muni. Muni, Muni, Muni. So. Ich würde aber sagen, wenig ist in den Zapfsäulen drin. So, wird aber reichen. Oh, ein Schäufelchen. So, immer hinter die Türen schauen, hat man mir gesagt. Weil dabei habe ich einmal einen Kanister verpasst, hat man mir gesagt. So sagte man es mir. So, wir laufen mal ganz schnell und dann fahren wir mit dem Auto. Oh, weil ich springt das Auto nicht weg. Oh mein Gott, ist es das, was ich denke? Oh, das Auto ist echt schon... So, wir schauen mal, was wir da haben. Wir haben... Hier noch mehr Muni. Kanister. Soll ich zuerst den Kanister befüllen? Ich glaube, ja. So, das können wir inzwischen wieder da reinlegen. Ja, das ist gut. Okay, wir nähern uns mal der Tanke. Ach komm, so. Vielleicht holen wir uns dann diesen Riesenbo-Ding. So. Cool, oh wie cool. Gar nicht gewusst, dass hier auch eine Tanke ist. Super, super. Ja, da blinkt das rote Lämpchen schon, aber das interessiert uns nicht, mein Freund. So, der ist voll. Schauen wir mal, ob wir in den noch was einfüllen können. Okay, also das Blinken bedeutet offenbar tatsächlich, dass da nichts mehr geht.
So, was könnten wir denn ablegen? Noch schönes, feines. So, wir haben hier ein wenig Muni. Alles für die Hand. Alles für die Hunter. Alles für den Fuchs. So. Ja, da unten Reservekleidung, das ist auch gut. Haben wir da irgendwas Schönes Doppeltes? Nö, eine Olive könnte man essen. Ja, das wäre doch auch was. So, dann haben wir nämlich da, habe ich vor, die eine Dose hineinzulegen. So, dann haben wir hier noch guten Käse. Den legen wir da rein und nehmen uns den daher. Radio ist wichtig, aber den tun wir da unten zu den Geräten. So, nein, ich will jetzt nicht den ganzen Tag umsortieren, Aber ein wenig schon. so, dann hier, dann haben wir Zwiebel, wir haben Knoblauch, gut, den brauchen wir wegen Vampiren, dann haben wir einen Dosenöffner, der kaputt ist, das können wir da reinlegen, noch eine Flasche Wasser, Dosenöffner, ach, wir finden einen besseren. Wir lassen ihn mal da liegen. So, dann hier. Dann haben wir da noch den Cocktail. Wir haben eine Tanke gefunden. Und deswegen werden wir den Cocktail austrinken. Super. So. Ach komm, wenn wir dabei sind, trinken wir gleich alles. Bis zum Respawn und noch viel weiter. Super, eine Tanke. Ach, das ist schon toll. So, wir machen hier mal die Tür zu. Ist da hinten zu? Ja, da haben wir die Tür zugelassen. Interessant, dass wir die Tür zugelassen haben. So, Manni, ich danke schön. Ja, das ist gut. Das ist auch gut. Das legen wir mal nach oben. So, Stopfwechsel. 2842. Wir nutzen diesen Platz, um ein Häufchen zu machen. So weit, Traut. Los geht's. Ja, so ist die Kamera gut. Wir sehen keine Details. Ausgezeichnet. Man muss nicht immer alles sehen. Auch zeigt dein Gesichtchen. Weit, Traut. Weit, Traut. Los. Hoch die Kappe. Sieht man eh nichts. Ja, gut. Gut. So, weit, Traut. Ja, braves Mädchen. Bäh. Bäh. Pfui, 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 pfui. So, wie sieht's denn aus mit. Wie sieht's denn aus mit. Könnten wir mal. Darmvolumen 21%? Wir waren gerade. Moment. Das hat von drinnen aber gerade so wie grün ausgesehen, oder? Schon, oder? Nö. Nur das Licht spiegelt sich. Das sieht doch wie grün aus dort. Man kommt näher hin. Es ist weg. Das ist ja interessant. Jetzt weiß ich, warum es wenig Treibstoff gibt. Es gibt eh einen. Es ist wie. Ja, man darf nur nicht hinsehen. Es ist Schrödingers Treibstoff. Schreibstoff. Ja, genau. Schrödingers Schreibstoff. So. Der Stoff, aus dem Schrödinger seine Bücher schrieb. So, ich nehme nochmal den Kanister. Von der Seite sieht schon viel Benzinkanister. 5. Wieso? Oh, da ist ja auch grün. Also, jetzt ist nicht grün. Jetzt ist grün. Es leuchtet. Eines, ich sehe es ganz genau. Ja, jeder darf hier tanken, nur du nicht. So. Außerdem habe ich schon getankt. Ich bin vorerst mal zufrieden. So, dann hier die Muni da dran. Was können wir noch essen? So, wir werden jetzt noch schauen, dass wir wegen Stoffwechsel alles in Ordnung kriegen. Ich würde sagen, soll ich noch einmal ein Häufchen machen? Nö. So, Farm. Wir brauchen ein. Und die sehen grün aus. Okay. So, wir fahren da weiter. Wir freuen uns nochmal kurz auf die Map. Hier ist die Tanke. Wir biegen links in dieses Dörfchen ab. Oh, da war Brokkoli. Brokkoli. Bärlauch. So. Und wir verlassen das gute, gute Schneegebiet. Richtung
MadSafe. Ist aber wieder im Schnee, das MadSafe. Also wir waren nur kurz außerhalb des Schnees dann. Ach, da oben. Und es wird auch gleich wieder heller. Ah, der Bach da. Es ist MadSafe. Ui. So, da gehen wir... Ja. Ist aber auch schwierig, so eine Brücke zu treffen. So. Okay, da ist so ein Fabriksgebäude, Lagerhallen-Ding. Dingle-Dangle-Sachen. Hallo? Mal schön aufs Inventar klicken. So, ist da so ein dicker Böser drin? Ja, dann würde ich nämlich gerne von Hammer auf was anderes switchen. So, Essen. Irgendwie ist das mit dem Absinth. Wir haben im Auto, glaube ich, 3 Flaschen. Oh, viele Gläser. Nimm die doch mit. Nein, ich mag nicht. So, ich mag eine Legging. Ach ja. So, vielleicht in der Lagerhalle. Das ist nämlich die Legging-Lagerhalle. Die... So, hi. Au! Dabei war ich so freundlich. Ich habe Hallo gesagt. So. Ja, gut. Hatte noch sexy Pants an, war aber nicht sexy, die Dame. Sie leidet an Selbstüberschätzung. Was haben wir da? Was haben wir da? Nix. Nix haben wir da. Gut, die Dame liegt noch ein wenig rum. Mit dem Gesicht nach oben. Das ist gut. So, dann da nochmal rein. Hallo? Vielleicht so. Irgendwas hat das Spiel mit der Hunter. Vielleicht ist das gedacht, dass man im PvP eher herumsniped. Hui! So, jetzt aber. Genau, das Herumgesnipe ist wahrscheinlich Ziel der ganzen Sache hier. So. Was kann man noch Schönes finden hier? Da entspringt doch der Bach, da könnte man zur Quelle vorlaufen. Hallo? Oh, schönes Bild, will ich haben, will ich mitnehmen, kann ich aber nicht. Jeder kann das Bild haben, nur du nicht. So, dann werde ich da oben mal fragen, ob ich es nehmen darf. Hallo? Hallo? Ich weiß, da liegt einer um die Ecke, nämlich hier. Nein, nein. Lass uns den Straßenkampf machen. Ein Schlag und tot. Dabei wollte ich ihn noch fragen, wegen dem Bild. Finde ich arg, dass übrigens das Waltrauts Haare wieder so gewachsen sind, weil wenn ich jetzt da stehe, Käppchen runter, Waltrauts Haare. Oh, Moment, Waltrauts Haare. Die Haare der Waltraut. Käppchen drauf. Weil eigentlich wäre das witziger oder schöner, wenn man ohne dem... Oh, was haben wir da? Vielleicht wechseln wir auf grün. Grün haben wir noch gar nicht gehabt. Gibt's grüne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir können alles, können wir uns auswählen. Das Paradies. Gut, dann werden wir da nochmal, wir werden jetzt schön Kürbis essen. Bis zum Durchfall und noch viel weiter. Nö, habe ich eigentlich gar nicht vor. So. Aber diese Jacken, so, jetzt lassen wir's. So, Kürbis, du bleibst da. Du kommst mit. So, dann würde ich sagen, wir schlichten da mal um. Da mal um. So, dann nehme ich die auch noch mit. Sie sind alle echt gut benannt. Gut, 73 ist jetzt nicht so. Der Börner. Aber ich bin zufrieden. So, was haben wir da drin? Ja. Und da drin? Fingerlose Handschuhe 96. Ab in Shirt damit. Das nehme ich mit. So, Kühlschrank ist leider geplündert. Hier. Ja,
das Haarband für später. Da war nichts drin. Da schauen wir nicht rein. Hier? Nö. Aber hier? Und hier? Ja. Gut. Soweit zum Thema hier und hier. So. Ja, dann würde ich mal sagen, wir packen diese Arbeitsjacken da hinten rein, weil wir haben uns ja entschieden, je nachdem welche Legging wir bekommen oder engen Jeans, soll ja gut aussehen, werden wir dann den Rest unserer Kleidung anpassen. Und da haben wir jetzt diese Alarmjacken. Alarm. So. Es geht aber um die Hose. Ja, und das jetzt ganz ehrlich. Nö, machen wir nicht. So, wo ist meine Muni? Wahnsinn. Also da, irgendwie das mit der Muni. Was soll ich die ganze Zeit mit der Hand da? Ich will nicht die ganze Zeit mit der Hand da. So, dann haben wir hier noch einmal Platz für den Absinth. Bei wie viel Absinth braucht das Mädel? Ach ja, so. Dann würde ich sagen, wir fahren da nochmal ein Stückchen bei. Oh, wir sind am Ende der Folge. Oh, verdammt. Verdammt. Angekommen. Da läuft uns wer nach, aber das ist okay. Okay, da sind auch noch Leute. Lauter Einwohner. Da will man nur eine kleine Runde drehen und schon... Oh, ein kleiner Shop ist hier. Der Shop ist da. Hip, hip, hurra. Ein Brunnen? Ja, super. Super. Ein kleiner Shop, ein Brunnen, alles da. So, und da zur Quelle könnte man auch mal rauf. Ist vielleicht nur ein kleiner Fußmarsch. Aber. So. Ich park mal hier. Weil, Matt, safe, schauen wir uns das nächste Mal an. Vielen Dank, meine Lieben, fürs Dabeisein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.